Hallo ihr Lieben bei meinem neuen Blog. Heute geht's nach Göteborg. Die Stadt mit 12.600 Einwohnern liegt im Landkreis Teltow-Fläming im Bundesland Brandenburg. Natürlich, und das wisst ihr, ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg. Ursprünglich war das ganze Gebiet eine Siedlung, die mit Sumpf umgeben war und nur durch Dämme zu erreichen. Und davon zeugen noch Begriffe wie Uff dem Damme, so eine Siedlung südlich des Ortskerns. Und was ich ganz spannend fand, war, dass ich einen Flurnamen namens Schlossberg gefunden habe, der darauf hinweist, dass es eine mittelalterliche Burg gibt oder gab. Wir werden sehen. Heute nehme ich mal den schönen Wetterweg, denn wir haben tolles Wetter. Und der Weg führt uns vorbei an einem vertraumten Flüsschen, in dem sich die Enten tummeln, vorbei an Schildern auf einem Felde. Keine Ahnung, was sie zu bedeuten haben, aber irgendwie soll hier in dieser Gegend ein sogenanntes Herzlabyrinth sein. Das würde ich mir doch gerne mal angucken. Ich glaube, hier auf diesem Weg bin ich richtig. Vom Herzlabyrinth keine Spur, aber in der Ferne sehe ich Göteborg und das große Gelände, was ein ehemaliges Übungsgelände war. Denn rund 150 Jahre lang bestand ein Schießplatz bei Göteborg. Zeitweise wurden mehr als 20.000 Hektar militärisch genutzt. Und innerhalb von 6 Jahren entstand in Göteborg ein vollkommen neuer Stadtteil, Göteborg II, der bis heute seinen Namen trägt. Denn das Kaiserliche Heer, die Reichswehr und die Rote Armee waren hier ansässig. 1994 verließen die letzten russischen Truppen die Stadt. Pirschen wir uns doch mal etwas näher an die Innenstadt heran. Hier sehen wir
die Frauenkirche mit dem Zisterzienserkloster. Blicken auf wehrhafte Türme, auf die Nikolaikirche und auf den alten Teil der Stadt Jüterbog. Ich hatte im Vorfeld schon gelesen, dass Jüterbog eine ganze Menge zu bieten hat, gerade aus der mittelalterlichen Zeit, die wunderbar wiederhergestellt worden sind. Im Jahre 1157 eroberten Albrecht der Bär, der war Markgraf von Brandenburg, und Wichmann von Seeburg, der war Erzbischof von Magdeburg, weite Territorien östlich der Elbe. Der Erzbischof von Magdeburg forderte für seine militärische Unterstützung für sich das Jüterburger Land ein und bekam es auch. Somit wurde das Jüterburger Land mit der seit 1174 auch Stadt Jüterbog eine neutrale Enklave zwischen lauter weltlichen Herrschaftsbereichen, ähnlich der neutralen Schweiz in Mitteleuropa. Da es den Menschen in und um Jüterbog auch relativ gut erging und hier mehr Reichtum als Armut und ein großer Zusammenhalt zu finden war, ist ein Vergleich mit der heutigen Schweiz gar nicht so abwegig, und deswegen finde ich auch hin und wieder in den Berichten Jüterbog die brandenburgische Schweiz. Es gab übrigens viele Gelüste weltlicher Fürsten in Richtung der Stadt und des Territoriums, deren sich die Stadt stets zu erwehren hatte. Aber ich wiederhole nochmal, 1174, Stadtgründung. Alles Weitere später.
da wird es angezeigt. Die Stadt Jüterbog ist 850 Jahre alt. Im April war hier ein relativ großes Fest. Schade, ich komme etwas später, aber ich sehe noch die Fähnchen und ich kann mir vorstellen, wie viel Leben und Jubel und Trubel hier war. So, nun lasst uns mal zur Nikolaikirche gehen. Vorbei an schönen alten Häusern, die so ein bisschen anmuten, als wenn man sich im Mittelalter befindet, wenn hier nicht die vielen Autos wären. Durch das Rote Meer gehen wir rüber über die andere Straßenseite und kommen zu Tetzels Kapelle. Von Tetzel werde ich ein bisschen mehr erzählen, als ich das von anderen Dingen bisher getan habe. Johann Tetzel, so um 1460 in Pirna geboren, war ein deutscher Dominikaner und Ablassprediger. Seine Ablasspredigten stellten den Anlass für Luthers gegen den Ablass gerichteten 95 Thesen dar. Im 15. Jahrhundert war der Ablasshandel ein streng geregeltes Instrument, wo die Landesfürsten sich die entsprechenden Einnahmen bei einholten. Tetzel aber übertrieb den gesamten Umfang des Ablasses mit seinen Parolen: Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seel im Himmel springt. Die eine Hälfte der Einnahmen diente dem Bau des Peterdoms in Rom, die andere strich sich der Erzbischof Albrecht von Brandenburg und der jeweilige Ablassprediger ein, also Tetzel. Der Bischof benötigte die Einkünfte, um seine gegenüber den Fuggern aufgelaufenen Schulden abzubezahlen, und der Ablassprediger wurde durchs Sammeln reicher und reicher. Die Stadt überragende Nikolaikirche ist stolz, diese Kiste des Ablasshandels in ihren Grundmauern zu haben. Aber dieser pfiffige Ablassprediger tauchte nicht nur in Braunschweig, Jüterbog, Elm, Görlitz und in Annaberg auf, sondern tobte sich auch in Berlin aus und trieb hier sein Unwesen. Auf der Höhe zwischen Königslutter und Schöppenstedt soll Tetzel der Legende nach von einem Ritter überfallen worden sein, als er von Königslutter kam. Es wird erzählt, dieser Ritter habe bei Tetzel zuvor einen Ablassbrief für noch zu begehene Sünden gekauft, ihm diesen nun unter die Nase gehalten und dann unter Hinweis darauf die Ablasskasse geraubt. Die mutmaßliche Stelle des Überfalls
ist mit dem sogenannten Tetzelstein markiert. Gut gemacht. Der Abtshof war das städtische Refugium der Äbte des Klosters Zinna. Erbaut um 1480, ist jetzt das Museum der Stadt Jüterbog. Ja, und das Zinnaer Tor sagt natürlich schon, in welche Richtung die Stadtausgang zeigt, nämlich Richtung Kloster Zinna. Und da hängt doch tatsächlich an der Wand ein Prügel, mit dem deutlich gemacht wurde, wie Erziehung vor ein paar hundert Jahren ausgesehen hat. Zum Glück ist diese Zeit vorbei. Ja, was soll man zur Stadtbefestigung Jüterbog sagen? Diese Ummauerung der Altstadt, andere Teile waren außerhalb, war natürlich absolut notwendig, um diese Stadt vor räuberischen Kohorten zu schützen. Wahrscheinlich hat man um das Jahr 1300 mit dem Bau begonnen. Es wird 1335 richtig urkundlich erwähnt. Es hat heute noch drei Tore, das Zinnaer Tor, das Neumarkttor und das Dammtor. Und die Stadtmauer wurde aus Mauerstücken von Feldsteinen gebaut, zum Teil viereckige Türme an den Mauerenden und circa 4 Meter hoch. Die Mönchenkirche oder Franziskaner Klosterkirche ist so um das 15. Jahrhundert herum erstellt worden und liegt in unmittelbarer Nähe zur Stadtmauer und ist heute eine Bibliothek und ein Veranstaltungszentrum. Und seht mal genau hin, man muss nicht nach Pisa fahren, um einen schiefen Turm zu sehen. Schaut genau hin, ganz schön schief steht er. Einer der Ausfahrten aus der Altstadt Jüterbogs steht die Luthereiche, die zum 400. Geburtstag Martin Luthers gepflanzt wurde, neben einem sehr wehrhaften Turm. Teil der Stadtbefestigung ist das Dammtor. Das Dammtor hat eine ganze Menge Dinge in seinem Leben gesehen. Die Eroberung vom Erzbischof Wichmann, die Stadtrechte, den Stadtbrand von 1478, Tetzel und Thomas Münzer und sogar den Aufenthalt Wallensteins. Und immer noch steht es und es ist eins der schönsten Stadttore, die ich bisher gesehen habe. In Erinnerung an die gefallenen sowjetischen Soldaten, ein sehr gepflegter Friedhof. Die Liebfrauenkirche hat einen Umstand, den ich äußerst positiv finde, denn in ihrem Gelände befinden sich die sterblichen Überreste sowjetischer Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Errichtet wurde diese Kirche als kleine Kapelle
für Prämonstratensermönche schon im Jahre 1161 von Erzbischof Wichmann. 1174 wurden dann bei der Verleihung der Stadtrechte diese Kirche der Stadt mit zugeschlagen. Und was mir besonders eindringlich in Erinnerung geblieben ist, ist der Brunnen für Menschen, die auf irgendeine andere Art und Weise als normal zu Tode gekommen sind. Außerhalb der Stadtmauern wurde bei der Anlegung der Landesstraße alte Überreste einer Burg gefunden, die so in etwa wie die Burg in Nürnberg mittelalterlich war. Leider ist davon nichts mehr erhalten. Für einen der Höhepunkte des Rundgangs, nämlich das Kloster Zinna, hätte ich viel mehr Zeit gebraucht, aber die Socken dampften schon. Es ist in der Bronzezeit schon besiedelt gewesen, später kamen dann die Slawen dazu und dann wurde durch den Erzbischof von Magdeburg das Kloster christianisiert. Und neben Beten und Hosianna-Predigen konnten die Mönche eins ganz gut, sie konnten brennen, Bier oder Schnaps. Und irgendwo soll sich auf diesem Gelände auch noch die Linde befinden, die im 12. Jahrhundert gepflanzt worden sein soll, um dort die letzten heidnischen Slawen zu taufen. Emil Brachvogel hat in seinem Werk Der deutsche Michel darin nämlich berichtet. Ja, und dann ging es zum Bahnhof und dann setzten wir uns in die R3 und dann geht's wieder zurück nach Berlin. Danke fürs Gucken und bis bald. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr ständig auf dem Laufenden, wenn ich einen neuen Blog rauslasse.